Hey Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14 Online. Realm Reborn mit. Hier sind einfach Stufe 28 Gegner. Hier sind einfach Stufe 28 Gegner. Und 35. Okay. Das schaffen wir. Gegen eins ja, aber ich weiß nicht, was passiert, wenn da noch ein zweites dazu kommt. Junge, es ist halt auf mich fokussiert, was ist das? Die hat da noch nicht mal Schaden zugefügt. Alter! Junge, geh weg! Ich bin tot. Ja, ich bin tot, ich respawn. Das hat gut funktioniert. Lebst du auch noch oder bist du schon gestorben? Schlechte Frage. Bist du gestorben? Ja. Okay, das war vielleicht nicht die beste Idee, wo wir hatten. Aber eine gute. Ja. Hi. Und die Wiederbelebungsanimation ist echt gut gemacht. Ja. Was machst du? Schauen. Weil hier muss man nicht Geld zahlen, wenn man teleportiert. Und wie teleportiert man dann? Ja, ich gehe erstmal auf Ethernet. Ja. Ah, okay. Halt, da wo du schon warst, teleportieren. Dann wird irgendwie nur eins angezeigt, obwohl ich so viele schon markiert habe. Nein, der hat nur diese kleinen Teleporter. Ja, meine ich ja. Du hast einen kleinen Teleporter aktiviert. Ach so. Ja, das war alles andere große. Also sind wir jetzt beim Gerber-Gilde-Markt, bis ich hin teleportieren dann, oder wie? Das ist nein. Kaufen? Nö, eigentlich nicht. Dann nicht. Aber lass mal zum Nordwald gehen. Weil ja. Da ist noch eine Quest, wo ich erledigt habe. Ah, okay. Wurde ja gesagt, wo ich noch erledigen kann, glaube ich. Boah, wir müssen unbedingt mal alle Städte mal angucken, weil es gibt so schöne Städte, das sage ich dir. Ja. Also ich möchte sowieso alles eigentlich. Ja. Es gibt so eine richtige Stadt über den Bergen, wo es so richtig geil über den Horizont blickt. Das ist richtig geil. Also eine fliegende Stadt? Nee, glaube ich nicht. Aber so eine Art. Aber ist schon geil. Also da müssen wir auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall alle angucken. Oder okay, vielleicht nicht alle, aber viele. Weil das ist ein großes Spiel. Man sollte sich schon alle Städte angucken, wenigstens. Ich denke, ich arbeite ja schon, jetzt noch immer noch daran. Ja. Am Spiel. Deswegen finde ich, das habe ich dir zwar schon erzählt, aber den Zuschauern nicht, brauchen sie keinen Online-Teil mehr machen, ganz ehrlich. Das soll der letzte gewesen sein, bitte. Oh, je nachdem, halt, wenn neue Generation oder so kommt. Ja, aber ich meine, das Spiel sieht ja immer noch richtig geil aus. Meine neue Spielgeneration. Ach so. Schau mal, wie die aussehen. Oh, what the... Alter Junge. Junge, das sieht so aus, als hätte ich dich gerade durchbohrt. Echt? Also ich hab gerade nur ja. Auf mein Gesicht geachtet. Kein Skill in Final Fantasy 14. Ah, das mache ich dann mal. Rico Rocho. Junge. Hier ist wieder ein Chocobo-Verleiher.
Oh, 560 Erfahrungen, not bad. Macht ihr die Quest gleich auch? Diesen Beruf gibt's zu oft. Hä? Ich glaube, den Beruf gibt's zu oft. Ja. Hast du die Quest auch? Hast du die Quest auch angenommen, die Mückenplage? Die Mückenplage? Ja, ich habe auch gerade genommen, welche du angenommen hast. Also, dass wir halt Mückenschwärme beseitigen müssen. Hast du auch angenommen, ne? Warte ich. So, Quest abgeschlossen. Ja, aber hast du die Quest angenommen, wo wir Mückenschwärme beseitigen müssen? Ja. Okay, gut, dann können wir die ja gleich zu zweit machen. Ja, aber warte kurz, ich mache noch alle anderen Quests an den, ja? Ja, ich mache auch schon eine leuchtende Pilze. Was? Pilze wohl. Ja, die Superpilze aus Mario, keine Ahnung. Aber das sind leuchtende. Ja, und? Dann sind es halt die, keine Ahnung, was gab es irgendwann mal leuchtende Pilze in Mario? Keine Ahnung. Ja, das ist noch geil, das ist. Ja, Junge, die sind ja auch Level, die sind auf Stufe 6. Hier muss ein Mückenschwarm. Ja, aber ich habe die Mikorocho. Die muss ich auch retten. Ah, okay. Dann lasse ich dir mal die Mikorocho da mal. Also, die kannst du auch besiegen. Wenn du die auch besiegst, bekomme ich auch. Echt? Ja, ich meine halt für deine Quest. So, da anscheinend ist doch nicht geklappt, glaube ich. Ah, okay. Ah, ich sowieso bin nicht gleich. Okay. Ach ne, jetzt habe ich den Baum attackiert. Fuck. Ja, zum Glück. Weil jetzt habe ich 5. Okay, dann passt, dann machen wir. Okay. Okay, das ist dann geil. Ja, vorbei, wir kommen in der Gruppe drin. Ja. Ja, falls du kurz vor die Karte sein. Ist er nicht. Doch. Weil bei mir habe ich schon eine Karte. Warte, ich muss kurz den letzten hier dann machen. Jetzt habe ich sie. Hä? Ah, okay. Ach, nice. Noch ein Level, dann kannst du endlich deinen Ausrüstungsgegenstand holen. Was ist eigentlich? Ist das eine Brustplatte oder was ist das so ein Ding? Ja, was hast du dir für ein Ausrüstungsgegenstand gekauft, den du jetzt noch nicht tragen kannst? Achso, das ist eine Brustplatte. Ah, okay. Oh, hier bekommt man sogar 680. Hast du die auch angenommen, die Xalan Hagenbaum? Hast du die auch angenommen? Xalan Hagenbaum. Ja. Die Leute sind Pilz einsammeln. Warte, wie viel XP fehlen mir noch? Für nächste Runde? 9000. Wie viel nur noch 8000?
Hä? Es kann nicht sein, dass ich so schnell gelevelt habe. Du spürst eine feindliche Präsenz. Vielleicht liegt sie auch an der Ding. Ja, vielleicht. Ich habe auch noch ein anderes Preis gemacht, das ich nicht gemacht habe. Ah, okay. Dann mache ich, mache schnell noch die leuchtende Pilz-Ding. Hol ich noch kurz ab. Die habe ich auch. Da muss man nach links. Ja, ich weiß, die wird mir ja markiert. Ja, die muss ich auch machen. Achso, ja, dann komm mit. Dann können wir gleich zwei abschließen. Und ich weiß nicht, wo ich hinlaufe. Ja, ist auch nicht. Ich dachte auch nicht. Ja, ich war gerade heftig, ich war gerade verwirrt, Junge. Hier ist ein Leuchtpilz. Ja. Das sah nice aus. Ein fatales Ereignis geschieht ganz in der Nähe. Echt? Obwohl wird dein Fake-Bereich angezeigt. Ah ja, der wird mir auch angezeigt. Für Schuhe kann man da auswählen. Ja, du kannst einiges auswählen. Die bringen mir nichts. Dann nimm halt dieses Bronze-Stück da. Nee, beide bringen mir nichts. Das war's. Also, dann nimm halt das Bronze-Stück. Muss er. Ich konnte mit Schuhen. Echt? Ja. Wir sind einfach Gegner. Oh. Du kannst dich angreifen, weil deine Stufe zu hoch ist. Achso, das ist normal, weil es hier im Feldbereich ist. Ja. Wo ich gerade. Ja, ich hab den Leuchtpilz gefunden. Jetzt fehlen mir nur noch 7000. Not bad. Was los? Okay, was war los? Nein, er wollte nur kurz Arme ausruhen. Achso. Drake! Wo? Flüchtiger Mokri war da oben. Wohin gehen wir jetzt? Ding, mir wird immer noch eine Quest angezeigt. Ah, okay. So, so. Ja. Brücken sind was für Weicheier. Brücken sind so überbewertet. Also jetzt verstehe ich, was du meinst, weil ich nicht auf der Brücke gegangen bin. Ja. Fade fehlgeschlagen, ich konnte ja nichts mehr machen in dem Fade. Ich auch nicht. Ja. What the fuck, hallo?
so. Wir haben natürlich jetzt ein paar Optionen, wenn dann wir gucken hier nach mehreren Quests oder wir gehen zu einem anderen Ort. Also Quests werden bei mir nicht mehr angezeigt. Und hier wird die Quest angezeigt, nach Neu-Gedania gehen und mit jemandem sprechen. Ah. Aber mal schauen, wo wir noch hingehen können. Überall, wir könnten überall hingehen. Ich meine, wo wir was machen können. Warte, lass mich kurz mit Karte schauen. Okay, ich glaube, wir gehen zum Tieferwald. Tieferwald. Ja. Dafür, warte, müssen wir so entlang. Wieso wolltest du den angreifen? Das sieht halt aus wie ein Monster. Wieso? Boah, ich bin so an Truhen gewöhnt, dass ich immer denke, dass sie mal Truhen wären und so. Ja. Wieso bist du so an Truhen gewöhnt? Truhen? Truhen. Ja, habe ich doch gerade gesagt, Truhen. Okay. Alles klar. Oh mein Gott, wie der dir hinterherläuft, Junge. Hier in der Stadt, da sieht du mal aus, da ist der Stufe 25. Sollen wir den machen? Alle greifen mich an. Oh nein. Ey, die helfen der Wache sogar. Ja. Jetzt hat 127 gegeben. Ja. Aber lass mal hier in die Stadt gehen. Ja, oh, das sieht so schön aus, Alter. Oh, da ist sogar so ein Kristall. Haben wir den schon? Nein, weil ich den auch nicht habe. Ah, okay. Der Beruf ist so... Der ist überall, Junge. Aber nirgendwo kann man die halt mieten. Ja. Vor allem, der ist auch wiederum anders designt, da hier. Ja, die sehen alle anders aus. Das ist schon cool. Geh baden. Sieht nicht so aus, als würde es hier welche geben. Nee, tatsächlich nicht. Hier gibt es irgendwie relativ wenig Quests im Gegensatz zu den Ulda. Ich glaube aber nicht, dass es das so eine Hauptstadt ist. Ja, das ist wirklich keine Hauptstadt. Ach so. Gerdania ist eine Hauptstadt. Das ist jetzt eine normale Stadt. Ah. I get it. Ich glaube auch eher nur in den Dörfern und so sind welche so questmäßig. Okay, dann. Es ist nicht mehr weiter weg. Was? What the? Alter, was ist das denn? Können wir mal kurz sagen, wie geil das aussieht, das hier? Komm mal hier auf die Klippe hoch. Das sieht richtig badass aus. Alter, das. Junge, wir haben den geilsten Screenshot ever, Junge. Von da sind Lehmgolen. Ja, ich seh's. Und der eine reitet einfach mit seinem Chocobo durch. Und die greifen einen automatisch an. Ich glaube, da sollten wir nicht hingehen. Nee, aber das sieht, Alter, wie geil sieht das aus? Ja. Das sieht so ein bisschen aus wie bei Final Fantasy 15.
Da gab es auch sowas, das so ähnlich aussah. Lass mal einfach diesen Glitcher besiegen. Ja, wollte ich gerade auch sagen. Ey, jetzt geh doch mal auf den anderen, warum immer ich? Was heißt denn den anderen? Ja. Aha. Ey, immer ich bekomme die ganze Zeit eine geklatscht. Ach du Scheiße. Jetzt hab ich auch Schaden bekommen. Ja, weil du dich reingestellt hast, du Pfosten. Ach du Scheiße. Alter, die reißt sich immer noch ab. Ey! Ja, wohl, mach, greif den an, so töten wir den wenigstens. Ja, wow. Was? Jetzt bekommt sie wieder von mir Leben. Dann töte ihn. Der ist unverwundbar gerade, steht die ganze Zeit. Oh, Junge. Was ist denn das da hinten für ein Ding? Geht's dir gut da oder brauchst du Hilfe? Ey, hier ist ein Chocobo. Der ist voll stark, der eine Player hier. Ja, Junge, der ist mega OP, das ist ja aber gut. Und wenn wir auf seinen Gegner angreifen, geht er von weg. Ja! Junge, er denkt sich so, ja okay, jetzt greifen die den auch an, die schaffen das allein. Alter Junge, warum sind die so fucking strong? Aber wenn du wegrennst, bekommt sie wieder volle Leben. Ja, tut mir leid, wenn ich irgendwie 4 HP hab. Der hat doch ohne gemacht. Jo, er läuft einfach rein und der ist tot. Der hat nicht mal angegriffen, der ist einfach reingelaufen in den. Der hat sogar noch hingeschaut, der ist tot. Gefühlt schon. Oh, der tiefe Wald. Also ich habe ungefähr schon ein Drittel für Level 14. Alter Junge. Ja, ich auch. Wie viel Punkte hast du? 3600 ungefähr. Ich habe 3300. Ja gut, die machen... Jo, Alter. Ich bin nicht nur wegen der Quest, lass mich in Ruhe. Oh mein Gott. Hier sind die Wahlgegner. Das ist ja nämlich im BOTW, dass man einfach direkt zum Endgegner gehen kann. Stimmt, ja. Ja, lass mal kurz zum Endgegner gehen. Ich glaub, da. Der eine nennt sich John FF14, da er weiß, welches Spiel er spielt. Oh mein Gott, der Krötenstuhl attackiert mich, Hilfe! Krötenstuhl? Ja, da ist Krötenstuhl. Wir müssen auch nachher noch zu Neu-Kredan, ja. Ja. Okay, I'm going to commit suicide, I guess. Hey, nein, ich versuche hier so. Alles klar, er bringt sich kurz selber um. Hey, nein, ich hab einen Weg gefunden. Okay, die können wir sogar besiegen. Ja. Was? Ja, ist doch egal, Junge, ist das gleiche. Wie viele würden sagen, nein, das heißt Stufe und ja. Das sind halt dann Leute, wo keiner mag. Das ist der Stein, wo wir schon da vorne waren. Hä, wie bist du da hochgekommen? Achso, du hast einfach Parkour gemacht. Ah, okay. Aber hier gibt's auch Quests, das ist geil. Ja.
Kokowatschi. Was gibt's? Oha, 800. Hey, du Abenteuerin. Weiter nach Ketas Wünschen. Wünschen? Ach, warte mal. Das hier ist, glaube ich, einer. Achso, Arbeiterfragen. Hä, das ist ja easy. Kriegst einfach nur Arbeiter. Wie geil ist das denn? Schon mal eine geile Mission. Ich merk's gerade, ja. Endlich mal Quest. Ach, da bist du ja, hi. Machst du gerade auch die Mission ein aufdringlicher Händler oder was? Ja. Ja, weil da. Hier ist ja der letzte oder halt einer. Das war ja schon die Aufgabe, die ist ja geil. Und dafür bekommst du 800 Erfahrungspunkte, das ist ja krass. Oh. Lederbänder oder Kupferarmbänder? Oh, die schwerste Entscheidung in Final Fantasy 14. Lederbänder. Das macht mich stärker und so. Kupferarmbänder. Das macht gar ein. Hä? Das macht ja gar nicht. Obwohl Stärke 1 und das ist Intelligenz. Nehmen wir das Leder an. Ein weiteres Geschenk auch. Ah, ich habe jetzt einfach mal Lederarmband genommen. Ja, ich auch. Das ist mir für Nahkämpfer gedacht. Und hier ist noch eine Quest. Lucuelot. So. Ich muss noch zu grünen Zähren. Ich hab ein Schild. Nee, zeig mal, wo bist du? Guck, hinter dir. Das kannst du doch ein Schild benutzen. Ja, anscheinend schon. Du könntest dir eins kaufen geben, das so besser ist wahrscheinlich. Ja, eins, das auch besser aussieht, bitte. Wo gibt's hier nochmal den Laden? Ah, Scheiße. Auf jeden Fall, ich mache jetzt eine Quest kurz. Und ich beende die Folge von Final Fantasy 14. Sehen wir uns hier beim nächsten Mal und ciao.